Jo, moin. Ich habe heute ein weiteres Ranglistenspiel für euch. Und zwar wollte ich mal als Kontrast zu dem neuen Swarm Deck das ältere spielen. das mit den Neckarkriegern, wo wir die Harpien kopieren. Mal gucken. So als kleiner Kontrast zu dem neuen wollte ich das halt mal bringen. Wie wir uns damit schlagen können, das Spiel mit dem neuen Deck. Am Donnerstag und dem Deckbilder am Mittwoch haben wir ja unentschieden gespielt gegen Nilfgaard. Mal gucken, gegen was wir jetzt spielen und wie wir uns schlagen. Gegen Dagon, Stufe 42, Rang 19. Dagon gegen Dagon, mal gucken, was er für ein schönes Dagon-Deck hat. Ja. Die beiden würde ich auf jeden Fall behalten. Ich glaube, das Verbrennen wir die mal wegtun. Ja. Lassen wir es mal so. Bevor wir eine nebligen Plötze oder eine Harpie ziehen. Unser Gegner fängt auf jeden Fall an mit einer Harpie. Joa. Da können wir eigentlich direkt die Eier zerstören mit dem Zerfetzen. Dass die Harpie schlüpfen und er auf jeden Fall eine Karte weniger. Eine Harpie weniger im Deck hat, aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen möchte. Daher starte ich mit dem Erdgenius. Wäre also eine Option gewesen. Da die Harpie auch dann uns keinen Schaden macht. Da kommt Ekimar. Das kommt mir irgendwie recht bekannt vor, das Deck. Würde ich sagen, spielen wir Dagon. Und Nebel auf Ekimar. Aber auch den Greif hat, ja, er hat den Greif, okay. Spielen wir nochmal einen Erdgenius für den Carryover. Und nochmal der Gima. Boah. Weiß nicht, ob ich hier noch irgendwie viel weiterspielen will, weil 22 Punkte. Er hat zwar mehr Carry-Over als wir. Aber das können wir mit einer Harpie eigentlich direkt ausgleichen. Daher würde ich sagen, passen wir. Spiele auf jeden Fall ein ähnliches Deck wie wir. Bisher. Nur dass wir halt die Erdlinien haben. So. Könnte ich eigentlich direkt mal so lassen. Ich spiele auf jeden Fall weiter. Da kommt der Waldschrat. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Verbrennen spielen sollten für die 2-6er. Ich glaube, ich kriege erstmal hier den Nebel und hole mir auf jeden Fall den einen Nebling wieder. Gut, jetzt passt er. Was eine Möglichkeit wäre, ist das Abaya zu spielen, aber das möchte ich eigentlich ungern, weil wir dann nichts mehr haben gegen seinen Nebel von Dagon. Das sind auch nur 12. Wir könnten natürlich eine Karte down gehen und hätten ein bisschen Carryover. Dann sehe ich eigentlich nicht, wie wir das hier schaffen. Das ist auch einer zu wenig. Könnten auch verbrennen spielen. Dann, ah ne, das ist ja unsere. Hey, doof. Mache ich das mal so. Prinzen 17.
Die bringt uns nicht sehr viel. Ich will überlegen, ob ich direkt Jennifer spiele. Auch wenn es nicht viele Punkte sind, aber. Oder erstmal den Neckarkrieger, wir gucken hier in die Harpien. Wir kriegen auf jeden Fall nicht alle aus dem Deck. Das sollte eindeutig sein. Er spielt Frost, okay. Hat er den Neben hier? Friedhof? Doch. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum er Frost gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er auch nochmal einen Wettereffekt spielt. Daher könnten wir ihn direkt clearen, aber falls er noch einen hat, ist es natürlich doof. So würden wir dann den Einser verlieren. Schön, dass wir noch eine Keanu haben hier. Ich weiß nicht, warum er den Frost gespielt hat, ehrlich gesagt. Den müssen wir eigentlich auf jeden Fall clearen, weil wir mit Ifrit und dem Waldschrat höchstwahrscheinlich den Waldschrat in die Nacke freispielen. Ja, ach, so, ich rede nicht lange drum rum, ich cleare jetzt einfach. So. Dann können wir jetzt gleich den Waldschrat spielen. Okay. Na gut. Hat bestimmt alles Sinn und Verstand, was er macht. Haben doch alle rausbekommen. Er hat noch einen Erzgreif, okay. Ärgerlich. Aber wir können jetzt auf jeden Fall Yennefer spielen. Du hast dich mit der falschen Zauberin und dann angelegt. Einhorn. Kommt noch eine raus. Habe mich gerade verguckt. Oh, war das dann die letzte. Gut. Ich habe gedacht, wir hätten schon alle draußen. Okay, da kommt Speerspitze schlafen. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Probleme so ein bisschen, ich müsste eigentlich relativ schnell verbrennen spielen. Oder wir spielen jetzt Ifrit. Weil wir halt noch anders Kommandanten haben und dann bringen wir verbrennen nicht so viel. Ich würde mal Ifrit spielen in der Hoffnung, wir treffen den Greif noch einmal. Wir treffen ihn natürlich zweimal. Wie soll es auch anders sein? Jetzt haben wir hier einen Zehner. Ja, da kriegen wir gleich noch ein bisschen Schaden auf jeden Fall. Kommt erneuern. Der Waldschrat. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Unterschied macht, wo wir Rollen des Kommandanten spielen. Ich glaube nicht wirklich. Ich mach's einfach mal hier hin. Und lassen wir uns mal überraschen, was noch so kommt. Das Deck, was er wieder. Ja, brauchen wir auch Küste, okay. Das Deck, was er spielt, gefällt mir eigentlich irgendwie so. Sieht ganz nett aus. So, wir passen, weil wir nichts mehr haben. Kommen wir jetzt vorne des Kommandanten? Ja.
Oh, ist das ärgerlich. Wir verlieren 70 zu 65 die letzte Runde. Also das Deck vom Gegner habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Gegen sowas habe ich jetzt das erste Mal auf jeden Fall gespielt. Wir verlieren 23 Ranglistenpunkte. Aber sah ganz interessant auch auf jeden Fall. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das Deck schon mal gesehen habt oder irgendeine Art. Also ich definitiv noch nicht. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt verloren haben. Bisher läuft es nicht so gut mit den Aufnahmen, wenn ich Ranglistenspiele aufnehme. Ich glaube, die letzten 4 Spiele dreimal verloren, ein Unentschieden. Wird mal langsam wieder Zeit, dass ich einen Sieg aufnehme, ja. Na gut, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.